Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinrich Schachelmann in der Schusterwerkstatt. Neugierig schaue ich mich in der geräumigen Kellerstube um. Der alte Schuster sieht, dass ich mich nicht gleich wieder zum Gehen wende. Er bietet mir höflich ein leeres Dreibein zum Sitzen an. Der ganze Fußboden in der Nähe des Fensters ist mit geflicktem Schuhzeug übersät. Der Schuster sitzt schon wieder vor seinem niedrigen Arbeitstische, nimmt aus einem Wassereimer ein großes Stück Sohlenleder, das ganz aufgeweicht ist, hebt vom Fußboden einen Pflasterstein und fängt an, das Leder mit dem Schusterhammer zu klopfen. Währenddessen schaue ich mich im Raum um. Bunt sieht es auch auf seinem Arbeitstisch aus. Mitten darauf steht die Petroleumlampe und davor hängt an einem Holzgestell die Schusterkugel, mit Wasser gefüllt, und wirft ein mildes, aber doch helles Licht gerade auf die Knie des Schusters. Auf dem Tische liegen Ahlen, Raspeln und Schachteln mit Holz- und Eisenzwecken, Schuhknöpfen, Schnürhaken und Hufeisen. Der Schuster hat sein Leder geklopft und schneidet es mit dem scharfen Schustermesser, das besonders an der äußersten Spitze noch einmal auf einem Stein abgezogen wird, in zwei kleinere Stücke. Dann nimmt er einen schlimm aussehenden Herrenstiefel, steckt einen Leisten hinein, reißt rasch die alte entzweite Sohle ab und beginnt, das neue Sohlenstück mit Zwecken an die Brandsohle zu heften. Belustigt schaue ich zu. Schlag auf Schlag treibt der Hammer Zwecke auf Zwecke in die Löcher, die mit der Ahle durch schnelle Hammerschläge vorgebohrt sind. Auch eine Kunst, die nicht jedermann kann. Mancher Holzpflock würde krumm und schief werden, abspringen oder nur halb ins Leder hineinflitzen, wenn ich es selber versuchen würde. Aber bei dem alten Schuster, der gewiss schon manchen Stiefel besohlt hat, geht es Schlag auf Schlag. Jede Zwecke findet ihren Platz. Es ist kaum ein halbes Stündchen vergangen, da klopft er schon die untergepflockte Sohle scharf an den Rand und dann schneidet das Messer langsam, aber sicher alles überflüssige Leder ab. Der Rand wird geschwärzt, poliert und der Stiefel ist bis auf den Absatz wieder in Ordnung.